Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gleich am Anfang möchte ich darauf hinweisen, warum hier oben Dauerwerbesendung steht. Wenn man Produkte testet oder vorstellt, dann hat das immer ja ein bisschen was mit Werbung zu tun. Wobei ich für die Produkte, die ich vorstelle oder die ich teste, keine Werbung machen möchte, sondern ich teste sie, sage einfach meine Meinung dazu. Aber viele empfinden das eben halt als Werbung, was ich mache. Und damit meine Videos für die Zukunft abmahnsicher sind, werde ich alle Verkostungsvideos in Zukunft nur noch mit Dauerwerbesendung oben deklarieren. Also bitte nicht wundern. Und ja, wie gesagt, ich bekomme jetzt kein Geld dafür, dass ich die Produkte teste und vorstelle. Aber wie gesagt, ich möchte meinerseits sicher sein, dass ich da nichts falsch mache. Deswegen Dauerwerbesendung. So, kommen wir aber gleich zum Anfang. Wie ich schon gesagt hatte, wir testen heute wieder mal ein neues Produkt, und zwar einen Energy Drink von Booster. Viele werden sich sagen, okay, Booster, was ist Booster? Also Booster ist eine Eigenmarke von der Firma Edeka. Und die gibt es in verschiedenen Variationen. Da gibt es die ohne Zucker, eben halt ganz normal als Energy-Getränk. Dann gibt es die in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Und unter anderem jetzt auch das Booster Fire. Booster Fire soll sein mit Cinnamon und Chili Taste. Also mit Zimt und Chili. Da ich natürlich so ein Fan von Chili und von ein bisschen scharfen Sachen bin, dachte ich mir, musste die auf jeden Fall holen. Und ich habe auch hinten drauf geguckt, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Zimt-Chili-Geschmack und Zusatz von 4 Vitaminen, erhöhter Koffeingehalt, ist klar. Also 32 Milligramm pro 100 Milliliter, die Höchstgrenze, die in Deutschland erlaubt sind, also 320 auf 1 Liter. Ansonsten, wenn ich raufgucke, bin ich erstaunt. Naja, wobei erstaunt nicht. 41 Kalorien auf 100 Milliliter, so besonders das ist es auch nicht. 10 Gramm Zucker ist ordentlich. Naja, auf jeden Fall bin ich da mal gespannt. Ja, ansonsten, was fällt uns auf? Also die Dose ist mal wieder designtechnisch gut gestaltet. Schwarz gehalten, dann so leichte Punkte in der Mitte, Fire. Also für mich assoziiert das, wenn ich das trinke, dass es richtig brennt durch diesen Chili. Ob das wirklich so sein wird, bin ich gespannt. Ich glaube eher gesagt nicht daran. Weil man versucht es ja für die breite Masse zu produzieren. Und wenn ich das extrem scharf mache, dann trinken das vielleicht 5 Leute oder sowas und dann will es keiner mehr haben. Deswegen denke ich mal schon, dass es doch ein bisschen ja, geringer ausfällt. Ansonsten, Optik der Dose gefällt mir total. Also spricht mich an, hat auch einen gewissen Wiedererkennungswert, gerade wenn man es im Regal stehen hat. Und ansonsten, was mir auch gut gefällt, ist, dass die Dose in 330 Millilitern sind. Falls euch das schon mal aufgefallen ist, dass die meisten Dosen, die, na, so leichte Exoten sind, die haben in der Zwischenzeit ein ganz neues Format, und zwar 250 Milliliter. Die sehen ähnlich optisch aus wie die 330 Milliliter Dose, ist aber ein bisschen kleiner und wie gesagt hat nur 250 Milliliter. Also das heißt, dass die Industrie uns dann schon mal wieder wie mit dem Inhalt wieder bescheißt und zusätzlich noch einen erhöhten Preis nimmt. Ich hatte jetzt so zum Beispiel in der Vergangenheit noch einen Artikel getestet, und zwar Li Cannabis. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das hatte ich ja zuletzt getestet gehabt. Da waren 0,02% Hanfextrakt drin und sollte so ein bisschen was Verbotenes haben, was Spezielles. Und ja, also wie gesagt, ich habe es getestet. Ich muss dazu sagen, ich war sehr enttäuscht gewesen. Wie wo was, wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal auf meinem Blog nachlesen. Und genau da war das Problem, was ich jetzt gerade ankreide. Die Dose war abgefüllt in 250 Milliliter. Und das für einen Preis von 1,79 €, was ich ziemlich unverschämt finde. Ich sag mal, wenn es die 330 Milliliter Dose gewesen wäre für 1,79 €, hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, der Inhalt entspricht auch dem Preis. Wenn ich aber sehe, dass in der Dose eigentlich nur Zuckerwasser drin ist, was in der Produktion nicht so teuer ist, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum kostet die 250 Milliliter Dose 1,79 €? Also in meinen Augen ist das wieder eine Preistreiberei, eine Geldmacherei, sowas Exklusives. Und dafür habe ich natürlich kein Verständnis. So, jetzt hier in dem Fall, wie gesagt, man kriegt 330 Milliliter, einen Preis von unter 1 € und wieder mal was ganz Spezielles von der Firma Booster. Also, ich finde es positiv, wobei ich, wie gesagt, Energy-Getränke eigentlich so an sich nicht empfehlen kann, durch den hohen Zuckergehalt und dann, wie gesagt, eben halt auch durch die hohe Koffeinmenge, weil wenn man 2, 3 Dosen trinkt, ist das schon ordentlich. So, quatsch mal nicht lange rum, probieren wir mal. Ich habe es im Kühlschrank stehen gehabt und ich muss aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Also, wir öffnen die Dose jetzt erstmal, riechen dran. Mal sehen, ob wir Zimt und Chili riechen können. Okay. Also, beim Riechen an der Dose hat man als erstes so ein bisschen den Eindruck nach einem Cola-Produkt. Also, ein bisschen Cola. Und hinten im Hintergrund riecht man aber den Zimt schon. Ja.
Also den Zimt riecht man stark. Chili ist erstmal so. Also man hat keine scharfe Note in der Nase, gar nichts. Wie gesagt, so leicht Energy-Geruch mit Zimt. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gießen wir das mal kurz ein. Okay, satte Kohlensäure, so wie immer. Sprudelt stark. Fein. Und ansonsten Optik typisch Energy-Braun. Apfelsaft-Optik, also nichts Neues. Man hätte hier zum Beispiel, was weiß ich, auch wenn es jetzt blöd klingt und ich nicht unbedingt ein Fan von sowas bin, aber man hätte jetzt hier zum Beispiel Feier, weiß ich nicht, hätte man jetzt hier noch einen Farbstoff mit reinmachen können, was weiß ich, dass es knallrot ist oder so, oder vielleicht sogar schwarz oder so. Weiß ich nicht, aber naja, gut. Ich sag mal, in den meisten Fällen wird es eh aus der Dose getrunken, von daher interessiert es eh keinen, wie es aussieht. Ja, also riecht man dran. Riecht das, also man riecht Energy und Zimt, aber je länger man dran riecht, desto mehr hat man den Eindruck, dass es irgendwie Medizin ist. Geruch ist ganz komisch. Ja, also wie gesagt, so eine Kombination nach Medizin oder sowas. Wie so Markentropfen oder so, Buscopan oder sowas, ganz schlimm. Also probieren wir ab erstmal. Okay. Also, wenn man jetzt einen großen Schluck nimmt, hat man erstmal ein Fruchtpolster auf der Zunge. Also, das schmeckt man auf jeden Fall. Man hat den Eindruck, dass da was Fruchtiges dabei ist. So ein leichter Touch. Ich würde mal sagen, da dürfte Zitronensäure mit drin sein. Ja, habe ich ja gesagt. Also, wie gesagt, Säurungsmittel, Zitronensäure, klar. Die schmeckt man auf jeden Fall im ersten Moment. Und ansonsten dann eben halt so eine leichte Süße. Und was man aber wirklich stark im Vordergrund merkt, ist dieser Zimtgeschmack. Der Zimtgeschmack liegt wirklich oben drauf. Den hat man wirklich auf der Zunge präsent. Und wenn man das dann runterschluckt, schmeckt man das dann wirklich so leicht zimtig nach. Man hat auch diesen leichten Touch vom Energy-Getränk. Was ich jetzt aber sehr schade finde, ist, ich merke nichts von dem Chili. Ich merke zwar, dass ich so, ja, dass auf der Zunge so eine, ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Schärfe ist, aber man merkt, dass da was da ist. Also kennt ihr bestimmt auch, ihr trinkt irgendwas oder sowas, habt zwar den Fruchtgeschmack und dann ist gut, aber hier merke ich schon, dass irgendwas da ist. Aber mir fällt der Chili-Geschmack, der da ist, leider zu gering aus. Also ich hätte jetzt schon gedacht, wenn man jetzt damit so wirbt, Feier, dass man da vielleicht nochmal eine kleine Schippe raufpackt. Also wenn man es trinkt, dass man wirklich das so omnipräsent merkt. Jetzt nicht extrem, dass dann jetzt, was weiß ich, die Tränen in die Augen schießen, aber dass man den Chili merkt. Und also er ist zwar präsent auf der Zunge, ja, man merkt, der Speichel läuft auch immer wieder nach, einfach durch diesen Chili, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der Chili jetzt wirklich hervorsticht. Der Zimt ist auf jeden Fall da. Ich muss dazu sagen, mir schmeckt es nicht schlecht, da ich ja sowieso ein Zimt-Fan bin. Aber jemand, der kein Zimt mag oder nur Zimt auf dem Milchreis isst, dem wird es zu viel sein und ja, zu präsent. Aber ich muss dazu sagen, es ist mal was Neues, nicht schlecht. Jetzt nichts, was ich wirklich den ganzen Tag trinken müsste. Aber ich sag mal so für außer der Reihe mal was Spezielles, richtig gut gekühlt, finde ich das einfach mal eine richtig geile Idee. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es einfach mal aus und dann sagt mir mal, wie ihr das findet. Schreibt es am besten hier unter die Kommentare oder in die Kommentare auf meinem Blog unter dem Artikel. Der Link zu dem Artikel ist auch hier unten drunter in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, probiert es mal aus, sagt mir, was ihr davon haltet. Wie gesagt, man kann es kaufen bei Edeka und ich habe auch gelesen bei Netto. Das war es ansonsten schon mal wieder von mir gewesen. Wollt ihr noch mehr so eine Videos haben, dann gebt einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare von wegen ja, mehr oder teste mal dies, teste mal jenes. Ich bin immer offen für Neues. Wie gesagt, das war es von mir gewesen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann, euer Mirko Drescher. Macht's gut. Ciao, ciao.